Herzlich willkommen und guten Abend. Ich bin heute spontan für die Gesna eingesprungen. Bin natürlich gut vorbereitet, wie immer. Hä? Ja, wir haben heute, oder heute früh wart ihr ja schon mit Andreas im Kapitel 4, Abschnitt 5, Ego-Körper-Illusion. Seid ihr bis Abschnitt 5 gekommen und ich werde da dann auch gleich daran anknüpfen und wir werden da eine Erfahrung in uns einladen, dass uns, wie die Tageslektion auch besagt, ja, wir wählen nur den Frieden Gottes, nur das macht uns glücklich und frei und eben nicht unsere Ego-Körper-Illusion. Hallo Sibylla. Und nicht unsere Körperillusionen und unsere Ideen, woran wir festhalten möchten und ja, dass wir in jedem Moment, du und ich, den Frieden Gottes wählen können. Egal wie gescheitert es gerade aussieht, wie dunkel es gerade erscheint, wir können den Frieden Gottes wählen. Auch in freudigen Momenten, nicht nur in den beschissenen Momenten, natürlich in jedem Moment. Starte den Tag mit der Wahl, ich wähle den Frieden Gottes. Und ich möchte dich einladen, dies hier und jetzt auch zu tun, damit wir hier eine klare Verbindung haben mit dem einen Ziel, was uns direkt nach Hause bringt. Ich wähle den Frieden Gottes. So schauen wir gemeinsam in unser Kapitel 4, die Ego-Körper-Illusion. Ich gehe nochmals in den fünften Abschnitt, um besser anknüpfen zu können. Ja, jetzt sind wir im Knüpfkurs für einen kleinen Moment, damit wir da einen guten Übergang finden. Und der Abschnitt 5 hat nämlich mit einer Frage begonnen. Dies ist die Frage, die gestellt werden muss. Wohin kann ich mich um Schutz wenden? Ich finde das eine ganz, ganz tolle Frage. Wir haben in vielen Dingen in der Welt Schutz gesucht, nicht wahr? Wenn ich gut verdiene, dann bin ich sicher. Wenn ich die Erkältung mit Eukalyptus hinter mich gebracht habe, bin ich sicher. Ja, ich wollte meinen Körper ständig in Sicherheit bringen und du sicherlich auch. Oder jetzt hast du eine gute Beziehung, der Partner verdient genug, du kannst zurücklehnen, jetzt bist du sicher. Ja? Oder was es auch immer ist, oder dein Haus gibt dir deine Sicherheit. Deine gesunde Ernährung gibt dir deine Sicherheit. Und das sind alles Illusionen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Nicht, dass du nicht gesund ernährt sein sollst, nicht, dass du nicht ein schön warmes Zuhause haben sollst. Dagegen spricht alles nichts. Aber es ist nicht das, was dir den Frieden anbietet. Sondern was gibt mir die Sicherheit, wenn ich meinen Geist in Gottes Hände befehle? Und ich befehle ihn direkt dahin. Das klingt wie Militär, gell? Hopp, Geist, geh. Kommando ab nach Hause. Aber das ist ja auch das, was wir wollen, ja. Ob es nun aussieht wie ein Militärsbefehl, aber es ist unsere Mission. Wir wollen unseren Geist in Gottes Hände befehlen und wollen eine gänzlich neue Erfahrung unserer selbst auch machen. Darum treffen wir uns. Und ich finde diese Frage hier noch von Abschnitt 5 so wichtig. Wohin kann ich mich um Schutz wenden? Suchet, so werdet ihr finden, bedeutet nicht, dass du blind und verzweifelt nach etwas suchen sollst, das du nicht wiedererkennen würdest. Eine sinnvolle Suche wird bewusst unternommen, bewusst organisiert und bewusst ausgerichtet. Und dafür haben wir dieses Geistestraining, weil sonst bin ich ein total zerfledderter Sucher nach irgendwas, blind oder so wie eine Blindschleiche und komme nie ans Ziel. Aber wir haben ein Ziel und das Ziel ist Gott. Und wir haben hier Beziehungen, Situationen, Arbeitsbedingungen, Wohnsituationen. Und alle diese Beziehungen und Situationen dienen der Heilung.
Sie haben einen neuen Zweck gefunden. Sie müssen mich nicht in dem Sinne glücklich machen, indem jetzt mir jemand mein Heim bezahlt, mein Zuhause bezahlt oder mir einen guten Lohn gibt. Ich habe zwar nichts dagegen, aber es ist nicht Sinn und Zweck, wozu ich eine Beziehung oder eine Verbindung nützen möchte oder ein Geschäft nutzen möchte, sondern ein Geschäft oder da, wo du hingehst zur Arbeit, es dient zur Heilung. Es geht nicht mehr um die egoistischen Ausbeutungen meines Nächsten. Und wir alle haben solche egoistischen Ziele gehabt. Ja, wenn meine Frau nicht gut kocht zu Hause, dann bin ich kein freundlicher Ehemann mehr. Ja, wir haben solche Dinge gemacht. Oder, na, der war nicht pünktlich zu Hause zum Mittagessen, dann koche ich halt 3 Wochen nicht mehr. Irgend solche Spiele kann es ja geben. Ist ja nur im Kleinen erwähnt, aber wir haben unsere Beziehungen missbraucht. Oder sie sollten uns glücklich machen. Und es hat nicht geklappt, gell? Nee. Also jetzt müssen wir unbedingt in Abschnitt 6 weiterlesen und sehen, was da uns für eine Lösung angeboten ist, ja? Ich lese mal den Abschnitt 6 vor. Und ja. Wir gehen, hören da einfach mal hin, was in uns so auftaucht. Das Ego denkt, es sei ein Vorteil, sich nichts Ewigem zu verpflichten, weil das Ewige von Gott kommen muss. Ewig sein ist die eine Funktion, die das Ego versucht hat, zu entwickeln, die zu erreichen ihm aber systematisch misslungen ist. Das Ego geht in der Frage des Ewigen einen Kompromiss ein, genauso wie es das in allen Fällen tut, wo die wirkliche Frage in irgendeiner Weise berührt wird. Indem es sich mit Randproblemen beschäftigt, hofft es, die wirkliche Frage zu verbergen und aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Ja, und hier sprechen wir die typische Geschäftigkeit des Ego an. Hast du auch so viele Randprobleme manchmal? Hier ein bisschen Problem, hier ein bisschen anstrengend, da weiß ich gerade nicht, wie es weitergeht. Und mit all diesen Nebensächlichkeiten können wir uns wunderbar ablenken. Und wir haben das alle mit viel Hingabe gemacht. Gell, Gerhard? Ja, wir haben uns, wie nennt man das, auch verleiten lassen von diesen Dingen, denen nachzugehen. Ja? Einfach weil das ein Trick unseres Egos ist, anstatt darin zu sein und zu sehen, oh, ich habe da 1000 kleine Ideen, die mich irgendwie als Problem betrachtet werden können, anstatt einfach still zu bleiben und all diese kleinen Ideen einzusammeln, zurückzubringen, und eine neue Entscheidung zu treffen und zu sehen, wow, ich habe mich mit all diesen Dingen einfach nur verzettelt und vertan. Und habe mich auf der Zeitlinie gelassen. Ja? Ich musste ja Probleme lösen. Und du kannst ja, wie du bemerkt hast, ein Problem ist gelöst, kommt das nächste. Also es ist ein niemals endender Rattenschwanz. Und das ist ziemlich frustrierend. Und da innezuhalten, den Mut zu haben, hey, jetzt habe ich genug von meinen kleinen Fötzelchen da und gehe nach Hause mit allem, mit meiner ganzen Welt und fokussiere mich nicht auf all diese Details. Klar kannst du auch in einem kleinen Detail alles sehen. Du kannst ein Detail nehmen und das ganze Universum darin erfahren. Aber meistens haben wir da viele Dinge, oh, da und da und da und da. Und dann wundern wir uns, wenn wir auch gestresst sind. Mit all den Problemlösungen. Kaum ist das eine gelöst, habe ich den nächsten Salat. Und so ist das menschliche Denken. Und irgendwo ist es einfach auch wirklich zum Lachen. Und ja, als ich bemerkt habe, dass ich ganz viele Probleme immer wieder mache oder neu erfinde, muss ich manchmal auch über mich selber lachen. Ich bin ja sehr kreativ darin.
Und dann diese Kreativität einfach neu zu nutzen, um einen Ausdruck zu finden, wie ich überall die Liebe Gottes darin sehen kann, wie ich die Liebe Gottes überall hin streuen kann, wie ich alles in einem Moment, in jede Ecke meines Seins segnen kann. Wann geschieht das? Hartmut weiß es, wenn wir den Frieden Gottes einladen, in jedem Moment und keine Ausnahme machen. Ja, wie in den Lektionen, die wir jetzt haben zu Beginn. Wir starten mit den Lektionen und beginnen Dinge zu betrachten. Hast sicher auch schon gemerkt, na, das lasse ich jetzt lieber mal aus und ich nehme das und das und das. Nein, wir nehmen alles mit nach Hause, weil wir keine Ausnahmen machen und keine Rangordnungen von Problemen machen. Ja, ob ich mir jetzt den Finger eingeklemmt habe oder den Fuß gebrochen oder Corona eingefangen habe oder was auch immer. Es ist ein und dasselbe. Ich mache meinen Körper wahr, wenn ich denke, das ist das wirkliche Problem, was ich habe. Nicht, dass du dich da nicht pflegen sollst und dich nicht um dich kümmern sollst, aber nutze es, um die Lektion zu machen und dir so langsam selber auf die Schliche zu kommen, dass nichts funktioniert hat. An dieser Zusammenbruch, ich habe heute noch ein paar Dinge studiert oder gelesen, so ein Zusammenbruch von allen Dingen, von deinem ganzen System, nennt man ja manchmal in der spirituellen Ecke oder ja, in verschiedenen Richtungen die dunkle Nacht der Seele. Und da denkt man ja auch, das ist eine Nacht, aber die dunkle Nacht der Seele ist ja ein Prozess oft. Klar gibt es solche, die haben auch nur eine Nacht. Aber es wird einfach dunkel, weil man einfach sieht, nichts in der Welt hat funktioniert. Und was kommt dann? Dann kommt eine gewisse Leere, kommt eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Ja, was ist dann? Wer bin ich dann, wenn all das nicht funktioniert hat? Wer bin ich dann? Und viele, die einen langen spirituellen Weg oder also die einen Weg, einen bewussten Weg so gegangen sind, vielleicht auch vor dem Kurs. Es gibt so Momente der Depression. Was ist denn der Sinn und Zweck hier, ja? Und das sind dunkle Momente. Und die gehören bei vielen mit dazu. Und es gibt da keinen Weg mehr zurück, sozusagen. Wenn da mal eingetreten bist, gibt es ja den Weg zurück mehr. Du kannst nur noch da durchgehen. Aber es ist gewiss, du kommst da hindurch. Ja, auch wenn es für einen Moment ganz dunkel ist. Und was immer hilft, ist Humor. Ja. Und wenn der Humor auch rabenschwarz und saumäßig übel ist, lach über deine Gedanken. Und manchmal hat man richtig miese Gedanken, nicht wahr, Christiane? Wir haben manchmal richtig miese Gedanken. Aber du darfst auch über diese lachen, weil über dich lachen macht dich wieder frei und hebt dich aus dieser Schwere hinaus, ja? Wenn wir uns aus dieser Körper-Ego-Illusion befreien, hebt dich das automatisch hinaus. Und es gibt auch nichts zu verbergen. Es ist vollkommen okay, üblen Humor zu haben. Es ist okay. Hauptsache, du lachst wieder mal und denkst, okay, alles scheiße gelaufen, ich habe alles verkackt, ja. Habe alle Beziehungen in die Wand gefahren, na, du auch, wunderbar. Und in solchen Momenten, wo man halt auch diese Transformation hat, viele Beziehungen oder auch Freundschaften und so, es funktioniert nicht mehr. Kannst du mir sicher beipflichten. Gewisse Dinge funktionieren nicht mehr oder die Arbeit funktioniert nicht mehr. Du bist nicht so konzentriert. Einige haben Schlafstörungen oder weiß der Teufel nicht was, ja? Es hat einfach einen neuen Sinn und Zweck gegeben und das ist das Schöne. Und in diesem Umbruch kann es halt schon einmal einen Moment etwas düster sein oder einsam sein. Aber hier treffen wir uns und es hat Platz hier. Es hat Platz hier, uns zu erinnern, hey, wir gehen einen Weg ans Licht und wir lassen unsere Welt aufheben. Und das ist kein kleiner Schritt, na? Da braucht es auch mal Ermutigung und das Recht, saublöd zu lachen.
Oder mal mit der Hand auf den Tisch zu klopfen. Ah, jetzt habe ich aber genug von mir. Ja, was mache ich denn da schon wieder? Aber es darf sein. Und nutze auch diese Kontakte. Das ist ja auch immer so eine Ermunterung. Es gibt nichts zu schämen. Wir alle sitzen im selben Boot, ja? Und eine vielleicht noch auf der freudigeren Titanic, die noch nicht untergegangen ist. Die andere ist schon ins Wasser gefallen. Wer weiß das schon, ja? Es gibt auch eisige Momente, wo man wirklich auch physisch, ich hatte das oder habe das auch manchmal, richtig viel Kälte fühle. Und es ist nicht kalt in der Wohnung oder so, aber ich habe dann manchmal so ein Frostgefühl und zwischendurch gab es dann auch diese Hitzewallungen, wenn der Heilige Geist mal wieder alles verbrennt oder sich was umwandelt, ja. Das gehört dazu. Bei vielen ist es so ein Prozess. Und eben die typische Geschäftigkeit des Ego, die sich um Nebensächlichkeiten dreht, dient genau diesem Zweck. Die Beschäftigung mit Problemen, die so angelegt sind, dass keine Lösungen möglich ist, ist ein Lieblingsmittel des Ego, um den Lernfortschritt aufzuhalten. Ja, da kennst du sicher auch, ja, also bei diesem Problem kann ich jetzt die Lektion echt nicht anwenden. Das ist jetzt ein wirkliches Problem. Hast du das sicher auch schon gehabt, oder? Da funktioniert der Kurs jetzt nicht. Kennst du diesen Problem? Aber genau da musst du dranbleiben. Und wenn du 1000 Mal die Lektion machst und jede 5 Minuten und ich will jetzt da den Frieden Gottes fühlen und erfahren, bleib einfach dran. Es ist ein Training. Ja, wenn du beginnst mit Jogging, kommst vielleicht am Anfang auch nur 100 Meter. Und du dehnst es dann aus, ja. Es ist ein Anfang. Und lass dich nicht beschweren zu sehr, ja. Beginne aktiv zu sein und an dich oder an deine Bereitwilligkeit zu glauben, sie immer wieder zu geben und daran wirklich, du hast ein Anrecht auf Wunder und das Wunder wird kommen. Bei all diesen Ablenkungsmanövern aber lautet die eine Frage, die von denjenigen, die sie verfolgen, nie gestellt wird. Wozu? Das ist die Frage, die du in Verbindung mit allem stellen lernen musst. Was ist der Sinn und Zweck? Was immer er auch sei, er wird deine Bemühungen automatisch lenken. Wenn du dich also für den Zweck entscheidest, hast du eine Entscheidung über deine zukünftigen Bemühungen getroffen. Eine Entscheidung, die so lange wirksam bleibt, bis du anderen Geistes wirst. Ja, es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dies neu zu sehen. Aus dieser Körper-Ego-Illusion aufzuwachen. Und die Entscheidung wurde getroffen und dann wirst du das Ziel auch erreichen. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann gehe ich auch dahin, nicht wahr? Na, vielleicht esse ich zwischendurch mal ein Stück Kuchen, weil ich genug habe, aber die Entscheidung ist trotzdem getroffen. Ja, dann lenke ich mich mit einem Kuchen ab. Das kann auch mal passieren. Dann ist es halt die Kuchenlektion. Oder wir kennen es alle, man verheddert sich in spirituellem Philosophieren. Oh, da sind wir doch alle so gut darin. Ja? Auch Ablenkung. Aber der nächste Abschnitt 6, der klingt gut, der klingt wie Kuchen. Die Belohnungen Gottes. Yeah, es gibt doch noch Kuchen. Ohne Kuchen komme ich nicht in den Himmel, ja? Und wenn möchte mir jemand den ersten Abschnitt daraus vorlesen, damit mein Mund nicht so fuselig wird? Wer hat Lust heute? Ist Seite 67. Also ihr dürft ja auch tanzen, ist auch okay. Ich mache Christiane. Mhm. Okay. Liest du mir die Nummer 1, also der erste Abschnitt, das Ego? Ja. Danke.
die Belohnung Gottes. Das Ego begreift die wirkliche Quelle der Bedrohung nicht. Und wenn du dich mit dem Ego assoziierst, verstehst du die Situation nicht, wie sie ist. Nur deine Treue dem Ego gegenüber verleiht ihm überhaupt Macht über dich. Ich habe vom Ego gesprochen, als sei es ein getrenntes Ding, das eigenständig handelt. Das war notwendig, um dich davon zu überzeugen, dass du es nicht leichthin abtun kannst und begreifen musst, wie viel von deinem Denken vom Ego gelenkt ist. Wir können es aber nicht unbesorgt dabei bewenden lassen. Sonst wirst du es, solange du hier bist oder solange du hier zu sein glaubst, als unvermeidlich betrachten, dass du voller Konflikte bist. Das Ego ist nichts weiter als ein Teil deiner Überzeugung über dich. Dein anderes Leben ist ohne Unterbrechung weitergegangen. Es ist von deinen Versuchen, es zu dissoziieren, unberührt geblieben und wird immer völlig unberührt davon bleiben. Dankeschön. Ein wirklich toller Abschnitt, ja. Weil das Ego ist nichts weiter als ein Teil deiner Überzeugungen über dich. Ja, du hast ja Ideen über dich, wer du bist, wie du etwas tun sollst und was korrekt ist. Ja? Ja, wenn ich das und das mache, wenn ich jetzt 100 Kerzen aufstelle, 17 Heilsteine und alles Mögliche gemacht habe, dann bin ich dann heilig. Ja? Ich habe Ideen über das, was ein heiliges Ego, also ein heiliger Mensch ist. Aber das ist immer noch mein Ego. Mein Ego hat gesagt, ah, das ist jetzt ein guter Lehrer Gottes. Ja, oder ein guter Schüler. Ich sitze immer zuvorderst und ich bin immer gut vorbereitet, habe alle Seiten gut bunt angestrichen, ich habe also aufgepasst. Ja? Bei einem Lehrer bin ich dann gut, weil er es bunt mag und der andere sagt, warum versaust du das Buch? Also was ist wirklich? Was ist wirklich, wer bist du eigentlich? Ja? Und das kann ich nicht, ich habe so viele Ideen über mich gehabt und habe sie manchmal immer noch. Und da einfach ganz ehrlich zu sein und es dem Heiligen Geist zu übergeben, weil hier steht ja auch, dein anderes Leben, also ich habe sogar noch ein anderes Leben, also klingt für mich schon mal sehr schizophren, aber dein anderes Leben ist ohne Unterbrechung weitergegangen, ja? Mein wahres Selbst ist nicht gestorben oder nicht verschwunden. Es existiert immer noch. Alles ist noch da. Ich habe einfach ein paar Dinge darüber geschrieben. Ich habe mich vielleicht verstellt, damit ich ein bisschen besser da ankomme. Und dann hat man noch ein spirituelles Ego aufgebaut. Das platzt auch. Und dann, wenn vielleicht alles am Boden liegt und man nennt es eben die dunkle Nacht der Seele, dann kommt vielleicht einfach das, okay, ich gebe mich dem hin und Heiliger Geist, sortiere du für mich aus. Aber es ist natürlich dann schon, oh, das hat auch nicht funktioniert, diese Beziehung hat auch nicht funktioniert, ah, dieser Trick hat auch nicht funktioniert, es hat nichts funktioniert, es ist wirklich ein alles aus der Hand geben und alles neu sein lassen in jedem Moment. Ich hatte letzte Woche eine tolle Erfahrung. Ja, habe ich auch gedacht, wie soll ich damit umgehen? Ich war am Putzen. Ja. Ich habe ein paar Putzjobs und Nebenjobs und ich hatte noch meine alte Wohnung zum Putzen, weil ich umgezogen bin. Ich hatte dann irgendwann genug vom Putzen. Ja. Habe gesagt, mir reicht es mit dieser Scheißputzerei. Es reicht mir jetzt einfach. Ich habe genug. Ich gebe diese Putzerei jetzt einfach dem Himmel. Ja, am nächsten Tag war ich zwei meiner Jobs los, habe Kündigung bekommen. Die haben jemand anderen und jemand anders ist abgesprungen wegen Angst vor Corona, war eine Dame, die ich betreut habe. Und eine wirkliche Putzstelle ist auch noch abgesprungen. Ja? Die haben auch jemanden vom Haus genommen, der in diesem Hause wohnt. Ja, das ging ein Tag und ich war meine Putzerei schon mal zu 50% ist es jetzt reduziert. Ging sehr schnell.
Jetzt aber zu sehen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt habe ich das so gesagt und sie ist so schnell gegangen. Und ja, jetzt könnte ich ja in meine Existenzängste gehen. Ja, ich könnte ja schon wieder, jetzt bin ich das Putzen los, aber ich kann jetzt in meine Existenzängste gehen. Was mache ich denn jetzt? Ja, also ich könnte ja wieder ein neues Problem sagen, anstatt einfach mal zu sagen, Dankeschön, okay, ich lasse mal einfach alles offen und geschehen, was kommen möchte. Vielleicht ist einfach auch zu Ende mit der Putzerei. Ist auch keiner sauer, ja. Aber ja, und wir haben dann in der Arbeitsgruppe, die wir am Dienstag immer haben, ja, einige sind auch von der Arbeitsgruppe hier, wo wir uns auf Zoom treffen und da und auch den Kurs betrachten natürlich. Und da hat noch der Harald gesagt, ja, jetzt mach doch vielleicht Dog-Sitting. Und das war am Dienstag und heute Vormittag habe mich tatsächlich jemand gefragt, möchtest du nicht einen Hund hüten viermal in der Woche? Das ging auch so schnell. Also ich habe gedacht, was ist eigentlich nur los, ja? Aber einfach auch darüber zu lachen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt den Dog-Sitter übernehmen für 4 Tage in der Woche, aber wie schnell das alles gehen kann und wie mächtig und kraftvoll Geist ist, ja? Und einfach das alles wieder dem Heiligen Geist zu geben, weil es ist schon, für mich war schon sehr überwältigend, solche Dinge, ja. Da sagst du mal was und dann ist es so. Und da ist es eben auch ganz klar, worauf richten wir unser Ziel? Und genau das Ziel erreichen wir. Worauf richtest du deinen Geist? Auf Gott oder dein eigenes Machwerk? Wir können nicht das, was du in Wahrheit bist, können wir eine Weile überdecken und überschatten mit einem künstlichen, aufgeblasenen Ego. Aber das, was du in Wahrheit bist, ist trotz allem unberührt geblieben, rein und vollkommen, unendlich, geliebt und liebt und lebendig in Gott. Es konnte nicht ausgelöscht werden, nicht durch eine Geschichte. Nicht durch einen Angriff deines Bruders. Ja? Man verteidigt sich ja noch. Ja, dann haben wir noch, der eine nimmt die Waffe und der andere hält das Schild hin und dann haben wir den Superkonflikt und den Kampf. Ja? Wie bei den Wikingern. Gerhard weiß das noch, bei den Wikingern, wie das war. Magst dich nicht mehr erinnern, hat er vergessen, das ist gut, hat schon geläutet. Jetzt sitzen wir hier, sind nicht mehr auf dem Schlachtfeld und sagen, Valhalla, es ist vorbei, oder? Wir gehen nicht mehr nach Valhalla. Wir sind auferstanden. War auch schön da für einen Moment, aber es ist vorbei. Man muss nicht mehr der beste Krieger sein, um nach Valhalla zu kommen. Wir möchten den Himmel erfahren, wo wir auch alle miteinander verbunden sind. Und wie in Valhalla, da gab es ja Verbindung mit allen, ja, viel zu essen und es war alles im Überfluss da, ist ja nur ein Sinnbild für das Himmelreich. Wo auch alles Essen da ist, das lebendige Wort, die Quelle, die Inspiration, das ewige Leben in Gott. Und wenn du dahin fühlst in dir, dahin, den Geistesfunken, der du in Wahrheit bist, kannst du doch deine Lebendigkeit fühlen. Nicht wahr? Da lebt's, da bewegt sich's. Da ist Leben. Und da ist keine Geschichte mehr. Ist keine Geschichte mehr. Da ist der Frieden Gottes. Wer möchte mir den zweiten Abschnitt vorlesen? Der Gerhard. Ich habe gewusst, dass er heute liest. Er ist immer so hilfsbereit. Zweiter Abschnitt. Die Ja. Hauptquelle. Die Hauptquelle für den
unausgeglichenen Zustand des Ego. Du bist woanders gelandet, lieber Gerhard. Wir sind auf Seite 67. Seite 67. Seite 67, wo beginnt's? Während du lernst, der zweite Abschnitt unter dem Kapitel Die Belohnungen Gottes. Ach so, nicht die Ego-Körper-Illusion. Ah ja. Nee, mit dir bin ich fertig. Ja, die Belohnung Gottes, während du lernst, den Illusionen zu entrinnen, darfst du nie vergessen, was du deinem Bruder schuldest. Es ist dasselbe, was du mir schuldest. Jedes Mal. Wenn du einem anderen gegenüber egozentrisch handelst, wirfst du die Huld deiner Dankesschuld und die heilige Wahrnehmung, die sie erzeugen würde, fort. Hier kann der Begriff heilig angewendet werden. Denn wenn du lernst, wie viel du der ganzen Sohnschaft schuldest, was mich einschließt, kommst du der Erkenntnis so nahe, wie es der Wahrnehmung möglich ist. Der Graben ist dann so klein, dass die Erkenntnis leicht hinüberfließen und ihn für immer auslöschen kann. Weiter? Dankeschön. Nein, das ist gut. Ja. Und eben, wir dürfen nicht vergessen, was du deinem Bruder schuldest. Ja, das klingt jetzt so streng, aber es ist, ihn nicht in der Gefangenschaft zu halten, ja, ihn heilig zu sehen, auf das Licht zu blicken, das er in Wahrheit ist. Und dann ist dieser Graben der Trennung eben auch sofortig überwunden. Und das ist das, wenn wir wirklich wahre Verbindung zu jemandem, zum Nächsten, zum Bruder fühlen, wenn nichts mehr zwischen dir und mir ist. Ja, und das ist das, was wir vielleicht in der Welt zuerst, zwei Körper fallen in Liebe und versuchen sich irgendwie zu vereinen. Ja? Aber wir können den ganzen Tag in Liebe fallen, indem ich ja meinen Bruder nicht als Körper sehe und eben diesen Graben überwinde. Und das Licht, mein Licht, grüßt dein Licht. Ja? Da sind wir sofortig miteinander zu Hause. Und da möchten wir einen Moment einkehren und ich spiele dir ein Lied, wo wir wirklich diese Verbindung miteinander feiern dürfen und erfahren dürfen und diese Liebe hier, diese Lebendigkeit, wo wirklich die Geschichte endet, weil da habe ich keine Geschichte mehr mit dir. Da haben wir einfach Verbindung und diesen einen Moment, der nie endet. Ja, du bist das Licht deiner Seele. Und wie befreiend ist Musik und innezuhalten. Eben auch in Momenten, wenn es mal ein bisschen holprig wird, ja, düster ist und man in seiner Angst versinkt. Und umso näher man dem Licht kommt und sieht, mein Selbst zerfällt, mein gemachtes Selbst zerfällt. Es bleibt nichts mehr von dir übrig. Ist Musik ein gutes Heilmittel? Ein gutes Mittel, da hinauszukommen, einfach sich in die Musik fallen zu lassen und sich eben nicht kontrollieren zu wollen. Wir haben Angst, Kontrollverlust, ja, ist so ein Thema. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr das bin, was ich aus mir gemacht habe? Und ja, ich hatte vor vier Jahren so eine Erfahrung in mir, wo alles zusammenbrach und ich wusste gar nicht, wie um mich geschah. Die Details lassen wir mal, aber
was mir in diesen Tagen sehr geholfen hat, ist immer wieder die Musik zu hören, in Musik hineinzugehen. Und dann war es immer wieder erhebend. Ja? Ich konnte nicht in diesem Loch bleiben, wo mein ganzes Leben mir, ja, wie so eine Nahtoderfahrung, wo immer wieder mein ganzes Leben vor mir, durch alle Zeiten mir gezeigt wurde. Mit der Musik kam ich immer wieder raus. Ich habe mich bewegt, ich bin spazieren gegangen, im größten Wahnsinn. Aber die Musik hat mich rausgehoben. Und es sind Dinge, wir haben alle Mittel zur Verfügung, die Lektion, Musik, einen Ausdruck in Kunst zu finden, ohne zu denken, ich muss jetzt aber gut malen können, um irgendetwas zu machen. Es geht um deine eigene Transformation, es geht um deinen eigenen Lernprozess. Und sich da in irgendeiner Form ausdrücken zu können, ist sich selber zu lehren und zu lernen, ja. Und das ist dann wird auch wieder Verbindung hergestellt. Du erfährst dich total neu und bist vielleicht eben nicht mehr derselbe, den du vorher warst, und was für dich selber auch sehr befremdlich sein kann für den Moment, aber es entsteht etwas Neues und in dir, oder du siehst dich neu, weil alles andere weggefallen ist und immer mehr wegfällt. Und die Frage, wer bin ich, habe mich nun schon so viele Jahre beschäftigt, und einfach anzuerkennen, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, ja, ich bin das heilige Selbst. Und das drückt sich in dem Moment gerade so aus. Und keine Angst zu haben vor der eigenen Tiefe. Die Tiefe ist nicht die Hölle. Die Tiefe ist die Befreiung. Und wir haben Angst davor, aber es ist nur eine Angst, hinzublicken, ja. Hinzureichen, hinzugehen. Und da lesen wir den dritten Abschnitt. Ich fange mal an. Du hast noch sehr wenig Vertrauen in mich. Aber es wird wachsen, wenn du immer öfter mich statt dein Ego um Führung bittest. Die Folgen werden dich zusehends davon überzeugen, dass dies die einzige vernünftige Wahl ist, die du treffen kannst. Keiner, der aus Erfahrung lernt, dass die eine Entscheidung Frieden und Freude mit sich bringt, die andere aber Chaos und Unglück, braucht noch zusätzlich überzeugt zu werden. Und das ist die Erfahrung, die wir machen. Dein Chaos und dein Unglück wird aufgehoben. Und natürlich kommt da mal der Kritiker hinzu, aber du hast eine Entscheidung getroffen. Ich will den Frieden und die Freude Gottes erfahren. Lernen durch Belohnung ist wirkungsvoller als Lernen durch Schmerz, weil der Schmerz eine Illusion des Ego ist und niemals mehr als eine vorübergehende Wirkung zeitigen kann. Ja, und das lernen wir auch heute. Marie weiß davon auch Bescheid. Lernen durch Belohnung. Ja, so macht dein Kind auch Fortschritte. So lernt es ja auch gerne. Anstatt wenn ich es immer wieder auf die Finger haue und sage, nein, 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 es lernen zu lassen. Es darf Fehler machen. Es darf sich erforschen. Es darf selbst in die schwarze Farbe greifen. Es darf sich schwarz anmalen. Und es ist trotzdem alles in Ordnung. Ja, und dann die Freude zu haben, sich wieder abzuwaschen und sein Kunstwerk zu betrachten und sich auszudrücken. Ja? Und Lernen durch Schmerz ist bei vielen eine religiöse Indoktrination, durch Selbstkasteneiung und weiß der Teufel nicht was, alles, was wir uns da angetan haben. Das ist alt. Da müssen wir nicht mehr hin. Dieser Gott, das ist nicht der Gott, den wir suchen. Ja, der dann noch mit der Rute steht und sagt, ja, aber dann warst du nicht so brav. Und 30 Ave Maria und 4 Peitschenhiebe, das ist nicht die Befreiung. Die Belohnung ist die Freude, die wir erfahren in uns. Die Befreiung bringt Freude. Wir werden belohnt auf diesem Weg. Auch wenn es eben mal schwer ist, die Belohnung ist groß. Es braucht einfach deine Bereitschaft, da weiterzugehen.
wenn es mal dunkel ist, steht dann schon einer da mit der Kerze und sagt, hallo, ist gar nicht so schlimm, komm, wir gehen da schnell durch. Ja? Wir haben unseren Bruder Jesus, der uns das Licht leuchtet. Und Hilfe ist dir in jedem Moment gegeben. Ja, ich hatte genug vom Putzen und weg war's. Danke, Jesus. Ging schnell. Du hast genug von deinen selbstzerstörerischen Mustern. Sie gehen vorüber. Du musst es einfach wirklich nur wollen. Die Belohnungen Gottes hingegen werden sofort als ewig begriffen. Da diese Einsicht von dir und nicht von deinem Ego stammt, zeigt sie selbst, dass du und dein Ego nicht identisch sein können. Möglicherweise glaubst du, dass du diesen Unterschied schon akzeptiert hast. Aber du bist durchaus noch nicht davon überzeugt. Die Tatsache, dass du glaubst, du müsstest dem Ego entrinnen, zeigt dies. Du kannst aber dem Ego nicht dadurch entrinnen, dass du es demütigst oder kontrollierst oder bestrafst. Ja, das ist es ja auch noch. Wir wollen unser Ego kontrollieren. Ja, ich darf jetzt das nicht mehr machen. Das sagt dir mal ein paar Mal, du darfst das nicht mehr machen, es wird immer noch schlimmer. Also bei mir, umso mehr ich mich bemühe, es richtig zu machen, umso bescheuerter wird es. Umso schlimmer mache ich es. Geht es dir auch so? Machst du auch nur so Katastrophen? Ich glaube dir das. Aber dann auch zu lachen, ja, und zu sehen, okay, ich mache es immer nur schlimmer. Ich glaube, ich lasse mein Ego oder meine Ideen einfach auf den Altar legen und sage, ich kann es einfach nicht besser. Oder wenn ich, oder du kennst, du gehst in eine spirituelle Gruppe und du möchtest besonders gut dastehen und du hast ja schon so viel praktiziert und dann bekommst genau du einen Wutanfall. Ja, scheiße. Ja. Du machst das alles schon so viele Jahre. Aber das ist Heilung, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und dann können wir uns auch neu entscheiden. Ist ja gut, wenn es auftaucht. Wir müssen es nicht ständig wiederholen, aber wenn es auftaucht, ist keiner da, der dich verurteilt. Das ist, dient ja allen zum Besten. Ja. Dann braucht man halt einen Moment lang Hilfe. Oder sich selbst zu demütigen, indem du dich niedermachst, weil du immer wieder Fehler machst und immer wieder denselben. Na, mir hilft es manchmal einfach zu sagen, ja, in dieser Situation, da hat mir mal Devavan gesagt, reagiere ich nicht immer so professionell. Aber dann kann ich mich schon mal nicht mehr so ernst nehmen, ja? Weil ich weiß, ich reagiere bereits schon nicht so professionell. Also ist schon mal die ganze Situation entschärft. Und ich bin mir bewusst, das ist eine Situation, wo ich nicht sofortig eine Lösung habe oder den Heiligen Geist vielleicht nicht höre. Aber der erste Schritt ist ja, ich bin es mir bewusst geworden. Und ich muss es vielleicht 100-mal, 1000-mal üben. Ja. Aber ist auch gut. Dass du da nicht ungeduldig mit dir selbst wirst, dass du da sanftmütig bist. Und nicht jetzt hast du den Kurs schon 10-mal durch, jetzt, es hat immer noch nicht geklappt, ich werde immer noch ärgerlich beim Salatrüsten oder irgend sowas. Ja? Und es bringt auch nichts, dann das Salatrüsten auszulassen und es nicht mehr zu tun. Nein, tu es und finde Frieden. Nicht den Situationen aus dem Weg zu gehen, die bedrohlich sind oder Angst machen, sondern in ihnen zu weilen und dann zerfällt dann das Kartenhaus schon. Aber sich auch nicht extra bösen oder schlimmen Situationen auszusetzen, aber es geht darum, in deinem Geiste zu sehen, oh, da habe ich irgendwie was, das möchte ich gerne ansehen. Und jemanden und Jesus und das Licht um Hilfe zu bitten und es zuzugeben. Weil wir sind schon sehr weit gekommen auf diesem Weg, oder? Darf ich schon auch sagen, ja. Ist da schon weit gekommen, schon, dass wir uns hier treffen und unsere Welt nicht mehr wahr machen möchten, ist doch ein Riesenschritt.
eine Riesenbereitschaft hinzublicken. Manchmal ist es halt nicht wie auf dem Ponyhof, aber es wird schon immer wieder leichter. Und eben vergiss nie das Lachen. Ja, weil in Gott ist alle Freude. Schlussendlich lachen wir wirklich nur noch. Und über, es gibt nichts Schöneres, als über sich selbst zu lachen. Dann bist du sofort dich im Himmel. Sofort. Und du nimmst alle mit in deiner Freude und Leichtigkeit. Ja, nichts. Mit dem Textbuch fahre ich jetzt heute nicht mehr weiter. Da mache ich jetzt einen Punkt. Vielleicht möchte noch jemand was teilen. Oder, ja, dann ist jetzt der Moment da. Mikrofon könnt ihr selber öffnen, ihr seid frei. Ja, ich hätte was zu teilen. Und zwar, ich war... Teilen. Kuchen, teilen. Ne? Hm? Ein Stück Kuchen. Ja, ich war beim Zahnarzt und ich hatte wenig freudige Stimmung. Und da mussten Zähne raus. Und ich habe halt gefragt, wie könnte ich jetzt da glücklich sein oder fröhlich? Und da schoss mir ein Witz auf einmal in den Gedankengang. War bloß ein ganz kleiner. Der ging so, Forscher haben herausgefunden und sind dann aber gleich wieder reingegangen. Und ich hab mich total pinkelt vor Lachen, ja, kurz vor, bevor die Zähne rausgenommen worden sind. Das war auch gar nicht so schlimm. Meine Richtung ist immer, sagen wir mal, ein Witz. Jetzt seitdem. Ich lasse mal einen Witz einfallen, dann wird es leichter. Ja. Die Dinge neu zu sehen. Ja, und auch immer diese, kennen Sie auch, wenn man so sagt, ja, der hat das gemacht, der das. All diese Beschuldigungen auch die zurückzunehmen, weil ich beschuldige immer mich selbst, dann kommt es wieder zurück. Also es ist dann wirklich, ich gebe es mir immer nur selbst. Und das ist auch so eine Erfahrung. Auch eine Erfahrung, ich lehre und lerne hier nur mich selbst. Ja. Das machen wir den ganzen Tag. Das endet ja jetzt nicht hier, selbst wenn du schlafen gehst. Dein Geist schläft ja nicht. Da gehst du auf Reisen oder so. Trotz Corona-Pandemie. Geistreisen ist erlaubt, ohne Maske. Und in Verbindung sein, darin kann uns auch keine Pandemie hindern. Ja? Wir sind hier in Verbindung. Und natürlich ist es schön, sich dann auch physisch zu treffen. Ist immer schön. Ja, hat ja dann... irgendwie doch noch einen anderen Effekt, aber das wirkt anders. Aber auch hier ist alle Verbindung und alle Transformation und uns alles gegeben. Das bequem im Wohnzimmer. Ja, hi ihr Lieben, ich würde auch gern was teilen. Ja, hoi Sandra. Hi, meine liebe Manuela. Du sprichst so schön, danke. Die Freude, ich bin immer wieder überrascht, was passiert, wenn ich dieser Freude mich total hingebe, ich liebe es. Ja, und es war ja nicht mein Plan, in die Aleph heute Abend zu kommen, aber die Freude hatte wohl einen anderen Plan. Plötzlich bin ich hier und ich habe nichts gemacht und sehe dich und ich so, boah, was geht hier ab? Cool. Und ich möchte dir einfach sagen, du siehst zauberhaft aus und danke für dein Sein, meine Liebe. Ich liebe dich. Danke, Sandra. Danke, dass du da bist. Irgendjemand dich hierher geschickt hat. Die Manuela hat mein Leben gerettet vor einem Jahr. Ich liebe sie einfach. Manuela hat ganz, ganz viel zu verdanken. Tag und Nacht war sie da. Ja. Dankeschön. Danke für dein Vertrauen.
Was ist da? Sie war schon auf der Gästeliste. Sie hat es nur nicht gewusst. Darum ist sie reingeschneit. Ja, ihr Lieben. Dann gehen wir heute mit unserer Lektion. Wie lautet sie nochmal? Korrekt ausgedrückt? Ich bin immer so vor allem vergessen. Möchte ich Frieden sehen. Ja, vor allem möchte ich Frieden sehen. Damit gehen wir heute ins Bett. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ja, wenn da eine Situation da ist, das den ganzen Tag zu praktizieren. Ich war heute wirklich fleißig darin. Na? Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Und ich habe den Frieden in mir auch gefunden. Ja. Auch wenn manchmal alles gar nicht danach aussieht, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Dann denkt man manchmal, wie soll das funktionieren? Aber es funktioniert. Einfach eine Entscheidung, die du triffst. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Auch wenn dir etwas durch den Kopf geht, ich könnte stattdessen einfach Frieden sehen. Dann schläft man auch ganz entspannt und nebst dem Lavendeltee oder dem Hanföltee oder was es auch immer ist, so gut schlafen. Du könntest stattdessen auch Frieden sehen, ja. Dann wird es ganz ruhig in uns. Dankeschön. Wünsche euch eine gesegnete Nachtruhe. Und ja.